Also es kommt ja relativ selten vor, dass ich mich wirklich äußere zu irgendeinem Hotel, wo ich während des Jahres übernachte. Aber das ist hier der echte Hammer. Ja? Mir fällt gerade der Name des Hotels nicht ein, das sage ich aber gleich noch. Also diese Kiste hier, die kostet 129 Euro. Das Zimmer ist zwar ganz nett und naja, irgendwie auch modern, aber die Atmosphäre im Hotel ist wie Weltuntergangsstimmung, also anders kann ich das nicht bezeichnen. Ich habe überhaupt noch keine Worte. Mein Kunde hat mich hier eingebucht, hier in dem Ort für 129 Euro, da muss ich mir mal vorstellen. Das Hotel ist eine einzige echte Megakatastrophe in Sachen Service und Atmosphäre. Ich glaube, das Beste an dem Hotel ist die Kneipe, die 100 Meter vom Hotel entfernt ist, wo man wenigstens Atmosphäre hat. Also was Besseres fällt mir zu dem Hotel hier nicht wirklich ein. Ja, das Ding heißt Hotel an der Stadtmauer in Schorndorf. Müsst ihr euch merken. Also das kann ich nicht wirklich empfehlen hier. Das ist echt eine Katastrophe. Das ist ein Business-Hotel, wo du wirklich froh bist, wenn du wieder weg bist. Ja, zu diesem Mega-Hotel hier für 129 Euro am Tag fällt mir noch was ein. Ich meine, bei dem Preis könnte man ja eigentlich erwarten, dass zumindest mal der Raum vorgeheizt wäre. Aber selbst das ist hier nicht der Fall. Also das ist wie in einer Absteige, was weiß ich hier, so ein Hotel an der Autobahn, wo du für 60 Euro oder 50 Euro übernachtest. Obwohl das natürlich nicht erwartest, aber das ist hier einfach, also mir fehlen wirklich die Worte. So, das ist das Hotel hier von drinnen, da vorne sieht man die Rezeption. Ich sitze hier am Frühstückstisch, natürlich ganz alleine, weil das habe ich wirklich nicht erwartet, dass außer mir hier noch großartig Gäste sind. Ich bin wahrscheinlich der einzige Dumme, der hier eingebucht worden ist. Also, ich fasse jetzt mal zusammen meine Eindrücke. Ich habe jetzt hier von denen so einen Blog genommen und meine Einstellung zu dem Hotel kundgetan. Du kannst von denen nicht erwarten, dass die dich da fragen würden, weil die wissen wahrscheinlich selbst, was sie hier leisten, nämlich gar nichts. Das Ding hat, anders kann ich nicht bezeichnen. Fangen wir mal mit dem letzten an, Preis-Leistungs-Verhältnis. Also für 129 Euro, auf mich macht das so einen Eindruck wie so ein First-Class-Hospital. Mit komplett distanzierten Leuten, alles klinisch rein, wunderbar. Aber das war es aber auch mit Hotel und Atmosphäre hat das wirklich nichts zu tun. Ja, die Weiterempfehlung, ja, das kann es eigentlich nur auf den Index setzen und hoffen, dass du hier nie wieder aus Versehen mal hingerätst. Ich kann das gar nicht mit Worten beschreiben. Ja. Normalerweise mache ich schnell einen Haken da dran und sage, okay, war ein Fehler, dahin zu gehen. Aber hier, das muss ich mir einfach merken, dass ich hier auf keinen Fall nochmal hingehe. Ja, zur Hotelatmosphäre habe ich mich schon mehrfach geäußert. Sie ist einfach nicht vorhanden. Und da ist jede kleine Absteige, jeder Dorfgasthof mein Vielfaches besser. Also ich kann auch unterm Strich sagen, das Beste, was ich an dem Hotel hier gefunden habe, war die Kneipe gestern Abend gegenüber. Da war wenigstens was los. Da hattest du das Gefühl, irgendwo in Württemberg zu sein. Hier hast du das Gefühl, am Mond zu sein. Ich bin jetzt auf der Weiterfahrt Richtung München. Ich habe mich entschlossen, lieber auf einem Rasthof auf der Autobahn so ein bisschen noch mich auf mein nächstes Gespräch vorzubereiten als in dem Hotel. Das will ja schon was heißen. Ne? Normalerweise würde ich jetzt im Hotel bleiben und da mich ein bisschen vorbereiten, aber da hat mich wirklich überhaupt nicht mehr gehalten. Da finde ich es hier auf so einem Rastplatz gemütlicher.